Liebe Zuschauer, es ist wirklich ein ungemütlicher Abend hier im Stadion. Seit einigen Minuten regnet es hier unaufhörlich und das auch wirklich nicht zu knapp. Aber wenn ich das so von hier oben vom Kommentatorenplatz aus sehe, hat dieses Stadion hier eine sehr gute Drainage. Das Wasser läuft gut ab, also ich könnte von hier oben durchaus feststellen, man kann auf dem Platz spielen. Es sind reguläre Bedingungen. Das Ibrox ist für seine tolle Atmosphäre natürlich bekannt und die Fans, die bringen hier immer wieder die Bude zu beben. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Der kommt weit nach vorn. Der Rangers FC schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Toll gelöst. Ab in den 16er damit. Ja, da wird er sich ärgern. Das war knapp. Ja, genau. Müsste Einwurf geben. Der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht, aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Jetzt die Chance. Das sieht. Sie lassen da nichts anbrennen. Den muss er machen. Und noch immer kein erfolgreicher Abschluss. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Da war er voll auf der Höhe. Gefährlich. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Beide Treffer im Durchgang 1, also alles noch offen. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Ich habe da so meine Zweifel, ob das auch so ausgehen wird. Ich bin richtig gespannt darauf, wie hier die beiden Mannschaften die zweite Halbzeit angehen. Schussgelegenheit. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Genauso Freistoß für die Rangers. Auf die Flanke. Er bringt das Ding. Perfekt antizipiert. Rüber nach rechts. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Ui, das ist eine Chance.
soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Und jetzt erstmal Luft holen. Er hat ihn auf dem Fuß. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass daraus tatsächlich was wird. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Langer Abschlag vom Keeper. Das sieht gut aus. Er nimmt den weiten Weg. Das Ding kommt flach. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Und sie bekommen hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Und es geht noch einmal Freistoß. Und er hält drauf. Das war der Schlusspfiff und gleichzeitig der Auftakt zu einer emotionalen Achterbahn.